Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bausi. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir müssen jetzt in dieser Folge den Oberboden abtragen. Wollen wir mit unserer fantastischen Raupe, die wir jetzt zurückgegeben haben. Das war sehr schlau von uns. Ja, nützt ja nichts, ne? Müssen wir nochmal mieten. Es wird ja immer, anteilig berechnet, ne, die Mietkosten. Also so schlimm ist das nicht. Dann würde ich sagen, wir testen jetzt mal die hier. 10% günstiger. Na, ist das was? So, dann müssen wir den Oberboden abtragen. Mal gucken, wie das funktioniert. Oder warum und wenn ja, wie viele? Ja, ein dicker Liebherr. Und ja, in Folge 11 könnt ihr übrigens abstimmen. Soll ich schnell reisen oder soll ich es nicht? Deine Meinung zählt. Und wir haben wieder einen Kettenantrieb, natürlich. Wollen wir hier angucken. Ja, die Maschinen sind ja alle ziemlich cool, ne? Es ist schon, wir haben das ja bei den Entwicklern ja auch auf der Messe gefragt, auf der Gamescom. Wie es jetzt auf einmal von gefühlten 3 Lizenzen zu 594 kam. Oder wie heißt es so schön in meinen Pressemitteilungen? Über 21, also 22. Keine Ahnung, wie viel es hier war, ne? Aber diese Pressemitteilung, da muss ich immer lachen. So, wenn wir abtragen müssen, würde ich Folgendes annehmen. Wir müssen runter mit dem Schild. Und dann würde ich annehmen, dass wir mit dem Schild zu einer Seite müssen. Und dann würde ich sagen, fahren wir. So, dann einmal die ganze Runde hier, oder was? So. Einmal hier irren. Wow, wow, wow. Was ist denn Baumaterial aufrichten? Ignorieren wir einfach mal. Das ist bestimmt, wenn es wichtig wäre, würden wir das bestimmt irgendwie erfahren. Huch. Hallo? Okay. Das war nicht geplant. As you maybe, may possibly can tell. Was? So, 83%. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen dann mal einmal so. Und fahren jetzt bei den breiten Stellen noch einmal außen rum. Ja, Baumaterial aufrichten, Leute. Wisst ihr Bescheid, ne? For what it's worth. Bereich räumen. Diese Meldung liebe ich ja jetzt seit neuestem. Falsch. So.
Bauabschnitt D, Landschaftsgestaltern. Kies liefern und entfernen. Ja, das können wir doch hervorragend mit unserem eigenen Fahrzeug machen, oder? Didi-di. Einfach ignorieren, was der Mann hier tut. Es ist besser für eure Nerven. So, Kies. Einmal zum Kieswerk. Und wie gesagt, in Folge 11 könnt ihr abstimmen. In den Kommentaren. Kies das Ananas. So, Kies. Richards? Woran sehen wir denn, was jetzt Kies ist und was ist hier? Das ist wahrscheinlich B... Teer. Hier war Beton. Kies, Erde, Sand. Für Blöde. Kies. Da 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 da. So, und dann zur Baustelle. Dann gucken wir mal. Kies liefern und verteilen. Ja, zum Verteilen hätten wir ja noch ein Fahrzeug. Ach so, es wird ein Kiesweg. Oh Gott. Was sind das für Dinger hier? So, Leute. Kann ja nichts schief gehen, oder? Sieht alles sehr komisch aus, was ich hier tue. So, mir stellt sich jetzt die Frage, wie finde ich raus, ob das möglicherweise schon genug Kies war. Ja, könnten wir doch vielleicht einfach mal den Kies ein bisschen verteilen. Oder? Probieren wir mal. Na komm. Hallo. Hallo. So. Dann machen wir den gerade. So, und dann runter. Dann etwas hoch. So, bin ich mal gespannt. Los geht's. Also theoretisch würde ich sagen, das sieht nicht verkehrt aus, was wir hier machen, ne? Praktisch würde ich sagen, wir brauchen einen weiteren LKW-Kies. Warten wir mal ein bisschen runter. Ein kleines bisschen noch. Noch ein kleines. Ja. Nochmal. Jetzt nochmal bitte.
Vielleicht noch ein bisschen runter. So. Nur noch mal probieren. Oh, Profi-Tipp zum Lenken übrigens. Jetzt kommt's. Da habt ihr bestimmt nicht mitgerechnet. Finde ich gerade voll praktisch. Wenn ihr das Raupenfahrzeug lenken wollt, wie ich ja schon herausfand, ihr könnt mit Num 8 vor, gerade vor, und mit Num 2 gerade zurück. Und er hat ja eigentlich gesagt, Q und E ist das gleiche, ne? Vor. Und wenn ich jetzt Q drücke, dreht er sich ja so. Wenn ich jetzt aber vor drücke auf dem Numpad, also die Num 8, um gerade vorzufahren und gleichzeitig die hintere, also C zum Beispiel, die rechte Kette bremse, passiert Folgendes. Er fährt vorwärts, aber er dreht sich. Das heißt, ihr könnt super mit der entgegengesetzten Lenkung lenken. Guck mal. Ich fahr jetzt, drück jetzt die 8 und jetzt drücke ich C. Lasse C wieder los. Y? Y? Ist das cool? Komm. Wer hat's gewusst? Ich habe die Beschreibung gelesen, da stand's auch drin. Ja, komm. Ist ja gut. Weiß ich übrigens gar nicht, ob's da drin stand. So, Kieswerk. Noch einmal zu Keith Richards hier. Und dann schauen wir mal. Beam mich hoch. Jawohl. Hat er nie gesagt, oder? Di-di-di-di. Ching-de-rassa-bum. Ich muss dieses Mal vielleicht ein bisschen besser laden. Ein bisschen Centaur, ne? Baumaschine ist voll. Manchmal auch der Bauarbeiter. So. So entstehen übrigens Straßen mit Kurven, ne? Falls ihr es nicht wusstet. Ihr nehmt einen Mitarbeiter eines ortsansässigen Bauunternehmens, setzt ihn auf die Teermaschine und gibt ihm etwas von der gefährlichsten Droge der Welt. Und schon habt ihr eine Kurve. Super, oder? So, dann hier nochmal. Mich dünkt, wir könnten sogar drei LKW brauchen. Mich dünkt, wir machen uns das gerade viel zu kompliziert. Wäre das möglich? Da wäre natürlich auch dann ein größerer Transport-LKW. Je größer jetzt die Baustellen werden, ne? Je mehr Aushub wir haben und so, wir haben ja gesehen, wir können den doch recht gewinnbringend verkaufen. Wäre da wahrscheinlich auch nicht schlecht. Guck mal hier. Was die alles gebaut haben. Sicher jetzt erst. Bisher war ich ja immer hier im Blindflug unterwegs. Guck dir das mal an, ey. Wahnsinn. So. So. Und dann haben wir's. Gut. Und dann müssen wir einmal mal die Häufchen ein bisschen verteilen und dann, glaube ich, kann sich das schon sehen lassen. Die Frage, was passiert, wenn wir jetzt wirklich zu viele hinkippen? So.
Bitte die Baustelle räumen. Ich war ja schon weg. Hin. Gut, dann würde ich jetzt erstmal versuchen, ob wir den Rest mit der Dings hier verteilen können, weil der hat ja wirklich hier ordentliche Haufen hingemacht. Das sollte ja eigentlich gehen, ne? Jetzt, wo wir diesen neuen Kettentrick kennen. Sozusagen ein Cat-Trick. Also wegen Cedric und Cat. Ne? Manchmal muss man einfach lächeln und winken, Leute. So. Was ist jetzt passiert? Okay. Wie gesagt, das ist ja nicht unsere Maschine, deshalb so wild. So. Pflanzengrube aussehen. Ja, das können wir mit unserem kleinen Mini-Bagger machen, oder? Das sollte ja wohl überhaupt kein Problem sein. Hui, hui. Chuchu. So. Hallo? Halt. Wieso? Warum macht er jetzt nicht? Jetzt! Braucht er eine extra Einladung? Ein bisschen näher ran hier. Geht das? Nee. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Dass man da mit der Kamera nicht näher ran kann. Vor allem, weil ich keinen Grund sehe, warum das so sein sollte. Pflanzengruben. Da! Na, ihr kennt mich doch, oder? Wer hat's erwartet? Schreibt's in die Kommentare. So. Aber... ist nicht weit genug vorne. Und wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Hätte Fahrradkette. Ja, dann gerne nochmal mit extra Einladung. So. Nochmal.
So. Dieses war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Ja, manchmal vergesse ich beim Schaufeln total das Moderieren und es gibt ja diese berühmte Gronkh 7-Sekunden-Regel, weil 7 Sekunden nicht sagt, mittlerweile wahrscheinlich 3 Sekunden, Generation TikTok und so. TikTok vor allen Dingen. Dann schalten die Leute ab und schauen ein anderes Video. Boah, mit einer Schaufel, Leute! Ich bin begeistert. So, Jungbaum. Ja, jetzt müssen wir die Bäume, die wir eben da hinten hingekarrt haben, müssen wir jetzt doch wieder hier hinpflanzen. Siehste? Was habe ich dir gesagt? So, dann haben wir die Bäume. Da. Chingdrasabum. So. Das werden wir wahrscheinlich wieder nicht in einem Zug hinkriegen. Nehmen wir erstmal den einen da. Echt jetzt? Ich wollte auch gerade schon sagen. Ich wollte schon gerade ganz laut anfangen zu schreien. So, dann wollen wir den jungen Baum hier mal einpflanzen. Echt jetzt? Wir sind ganz tiefenentspannt, nicht? Das ist halt dieses Zusammen, wieder zusammenbauen und auseinander und so für drei Handgriffe. Ich verstehe, dass man das simulationstechnisch gerne so machen möchte. Ja, absolut. Kein Ding. Aber es ist manchmal, nee. Manchmal ist es nee. So, dann machen wir jetzt mal den hier. Easy. Und ihr wisst ja, wenn wir hier drei Bäume pflanzen im Spiel, wird hier gleich ein wunderschöner, riesengroßer Park entstanden sein. Das ist Wahnsinn, Leute. Hier rum. Sehr gut. Und dann haben wir ja noch einen Baum. Also was soll denn da schon schief gehen? Also das werden wir wohl in einem Zug hinkriegen, oder? So, wenn ihr gutieren wollt, dass die Videolänge jetzt auch länger ist. Hä? Die Videolänge länger ist? Hm. Okay. Dann Daumen hoch. Jetzt. Klick. 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 Wirklich? Du hast jetzt nicht geklickt, weil ich das gesagt habe. Du hast nicht eine Sekunde Zeitaufwand braucht, um den Kanal wirklich mehr unterstützt, als du denkst. Na gut. Aber allen anderen, die geklickt haben, dankeschön. Ja, ich meine dich. Klar. Und sonst? Du hast ja nicht geklickt. Die anderen schon. So. Mal her. Und von Kommentaren habe ich jetzt noch gar nicht angefangen zu reden, junger Mann.
So, dann hier. Wie viele Tage sind wir jetzt schon dran? So, damit sind die Bäume drin. Ja, da muss ja noch irgendwie ein Teich hingemacht werden, oder zwei oder drei, ja? Nee, wir sind fertig. Ja, moin. Gute schön Ding. Hallo? Die Bauruine wirkte wie ein Fremdkörper im Park. Endlich können Familien und Spaziergänger gefahrlos flanieren und ausspannen. Aber nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich, dass sich etwas tut. Auch die Zeitungen berichten bereits vom entspannten Grün am Flussufer. Ja, was soll ich sagen? Ich erwarte nichts anderes als ein Feuerwerk und goldenen Flitter, der dann herunter rieselt. Hier ist er. Das haben wir gerade gebaut, diesen wunderschönen Park. Und guck mal, hier flanieren die Leute in der Tat wirklich rum. Hier wird gepicknickt ohne Picknick. Hier ist der Springbrunnen. Ein Basketballkorb. Ja, also wir werden hier wird vertickt wahrscheinlich. Easy. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen eine Runde rutschen. So. Oh. Ja, enttäuschend. Gut, dann fahren wir eine Runde LKW. Nee, auch nicht. Okay. Ja, sehr schön. Leute, ihr habt es geschafft. Wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht den Kommentar vergessen, das ist ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde ich mich sehr freuen. Wenn du nichts verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Und denk dran, wenn du den Abo-Knopf drückst, auch die Glocke auf Stufe 2 zu stellen. Ansonsten zeigt YouTube meine Videos nicht mehr. Ist so, ne? Und ja, mach das sehr gerne. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis bald.